sage ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des Spiels Ludwigsburg gegen Jena, Endstand 86-74 begrüßen. Wir hatten 2944 Gäste heute in der Halle. Zwei Coaches sitzen neben mir, auf der einen Seite Gästecoach Björn Hamsen, auf der anderen Seite Riesenheadcoach John Patrick. Wie gewöhnlich gebührt natürlich dem Gast das erste Wort. Herr Hamsen, Ihr Statement zum Spiel. Guten Glück. Guten Abend. Glückwunsch an John und Ludwigsburg. Sie haben, glaube ich, uns insbesondere in der ersten Halbzeit mit den Offensivrebounds sehr wehgetan, 12 Stück. In der zweiten Halbzeit noch 5, was auch schon viel ist, aber gerade die 12 in der ersten Halbzeit waren für uns sehr bitter. Dazu kam die Foulbelastung. Wir haben eigentlich extra heute eine sehr passive Verteidigung gewählt für das Spiel. Aber haben trotzdem sehr, sehr viele Fouls bekommen. Muss man nochmal anschauen, aus welchen Gründen. Das war natürlich schwierig für uns dann in der Rotation, ja, um dort auch dagegen zu halten. Und dann waren wir uns nicht ganz so sicher mit Williams, wie weit er schon da an sein Limit gehen kann, und haben ihn deswegen eigentlich auch oft geschont. Hoffen, dass er das Spiel ganz gut verkraftet hat und es dann vor allen Dingen hinten raus in den wichtigen Spielen und den Klassenerhalt weiterhelfen wird. Vielen Dank. John, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche von Coach Harmsen. Ja, wie er gesagt hat, die Offensiv-Rebounds in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften haben wenig Turnovers gemacht. Wir hatten viele Second Chance Points von dieser Offensive, ich glaube 16 in der ersten Halbzeit. Und mit 26 Assists und nur 8 Turnovers, das ist vielleicht ein Season Best für uns. Wir waren weniger egoistisch als normal, und das hat uns geholfen. Wir haben auch von der Bank von Owen Klassen und Aaron Best eine sehr gute Leistung heute gesehen, und das hilft uns auch. Ein wichtiger Sieg für uns. Wir stehen mit 12 Siegen und 12 Niederlagen noch im Rennen für die Playoffs, und wir können in diese kleine Pause gehen und ein bisschen relaxen, bevor wir gegen Bayern nächste Woche am Samstag spielen. Klaus-Hendrich, eine Frage. Ja, du hast zum wichtigen Sieg gesprochen. Es sind jetzt noch 9 Spiele, zweimal gegen Bayern München, gegen die man schwer gewinnen kann. Was glaubst du, wie sehr muss man sich steigern? Man wird sich steigern müssen, wenn man die Playoffs erreichen will. Ja, also wir spielen ein Spiel nach dem anderen, aber natürlich in Bayern es wird sehr schwierig für uns. Dann kommt Ulm zu Hause, ein Schlüsselspiel für uns. Es hat alles zu tun mit Selbstvertrauen und Teamplay. Und auch wenn wir wenig Chancen in Bayern haben zu gewinnen, ich hoffe, dass wir noch ein Stück mehr als Mannschaft uns präsentieren und hoffentlich weiter so mit Intensität spielen wie heute. Weitere Fragen? Wenn sie gut sind, alles klar. Dann öffnen wir die Runde noch, falls noch Fragen sind von hinten. Dann beenden wir die Pressekonferenz, wünschen den Gästen eine gute Heimfahrt und einen schönen Abend.